Hast du schon zu viel dran, Basti? Jo, ich habe schon was liegen hier. Ja, ich muss die Wache wechseln. Wenn ihr soweit seid, sagt Bescheid. 3, 2, 1, Sprengung. Ich schmeiß mal eine Blende rein. Ich auch. Fuck. Einen hab ich. Ich bin gleich down. Was ist denn hier los? Zwei hab ich. Drei. Vier. Helft ihr euch gegenseitig? Ich gehe nach oben. Stimmt gleich an der Wo ist denn dieser PC? Nein, ich bin getroffen. Verdammt. Oh, Alter. Shit. Oben ist der im ersten Obergeschoss, ist der PC und zwei Gegner mindestens. Ich hab den gerade getroffen, scheiße. Ah, fuck, nein! Da ist noch einer. Ich sehe leider nichts mehr, ist alles dunkel. Ja. Es ist alles schwarz jetzt. Hä? Oh! Schnell, schnell, schnell! Schaffst du noch? Ja. Schaffst du noch? Gut gemacht. Jetzt, wo sehr gut. Die Teststation senden, können die Rebellen hier einrücken. Dafür bin ich Granate. Hab ihn, den letzten. Sind aber noch zwei Gegner. Oben. Im oberen. Blendgranate. Beide? Sehr gut. Alter, das war knapp, ey. Das war richtig knapp. Also wenn ihr wollt, eine Mission will ich noch machen. Ja, ich hab Zeit, ich hab Urlaub diese Woche. Achso, nee, ich leider nicht. Aber ich muss auch jetzt auch gleich noch schnell Wäsche aufhängen. Ey, find ich hier nicht mehr raus aus diesem Laden, oder was ist das? Bowman hat Fahrzeuge, warum bitten wir die Rebellen darum? Hier. Ich habe einen Heli gerufen. Warte, mit dem Auto? Wir sind ja schon auf dem Weg, ne? Und wo bist du? Direkt hinter euch, aber ich werde glaube ich auch gerade von Raketen erfasst. Ja, der musst du noch dichter ran, damit du mit deinem explodierenden Helikopter uns dann noch mit in den Tod reißt. Ja, ich bin getroffen. Könnte ich hier vorne an der Straße einsammeln. Ja, direkt vor die Gegner gelandet, ist auch geil. Ich bin tot. Was, Gegner? Ich bin direkt im Wespennest abgestürzt. Ihr fahrt mal einfach mal geradeaus, ich spawn bei euch. Oder auch nicht. Alter, was ist denn hier los? Ja, da bin ich gerade runtergeknallt. Toll, das waren Zivilisten, scheiße. Er sagt, die hat von Gegnern. Da. Irgendwo einer? Jetzt sind alle weg. Aussteigen, 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 komm. Okay. Ein Heli kommt. Das ist sauber.
Dabei wollten wir nur eine Mission spielen, David, ne? Ja, ja. Tut mir leid. Da ganz hinten ist ein Scharfschütze. Ich glaube, der hat mich erwischt. Meinst du? Ja. Es war ein einzelner Schuss, der mich wieder gestreckt hat. Ich dachte, das war die Explosion gewesen. Hey, guck mal, hier steht noch Nachschub. Oh, 500 sogar. Ich rufe mal ein gepanzertes Fahrzeug und fahren wir da jetzt mal ein Auto hin. War ich nicht ein Boot? Ein Boot? Achso, sorry. Hier oben drin. So. Der Brief ist da drinnen. Mann, das ist doch voll, das ist alles so eine Scheiße, ey. Was ist denn los? Das hört nicht. Wiederholt Male. Entschuldigung, ich war gerade im Menü. Oh, Entschuldigung. Der ist so blöd und fährt mich über. Warum ballerst du denn auf die? Weil die jetzt hier ins Sichtfeld nehmen. Ach so, hier unten ist das ja schon. Ah ja, das ist cool. Wieso? Können wir von, diese drei Leute können wir von drei Leuten, drei Seiten machen. Was müssen wir noch machen? Ich sehe einen Suchdruck des Kartells. Wir schnappen uns den Anführer. Ich will herausfinden, was er über den Deserteur weiß. Ja, der darf nicht abhauen, der Bruder, ne? Mhm. Achtung, es kommt von hinten ein Auto. Er darf auch nicht draufgehen. Ja, aber das hat sich jetzt hier erledigt, weil alle auf mich ballern. Ja, ich bin tot. Ist geil. Warum bist du tot? Warum kamen die denn jetzt? Ja, weil da einfach zwei MG-Fahrzeuge auf einmal hinter mir standen. Obwohl ich gerade mit der Drohne unterwegs war und hier lag. Weil wir auf der Straße uns aufhalten und so eine Scheißposition, wo wir mit dem Auto angehalten haben. Anstatt wenn wir einmal wieder oben auf den Berg fahren und runter gucken. Ich war schon unten. Das ging ja. Okay. Nö, wir waren noch irgendwie, obwohl das nicht mehr angezeigt wurde, ja, deswegen meinte. Auf zu diskutieren. Du hast mitten auf der Straße angehalten. Ganz ruhig. Oh, ich habe eine Verstärkung. Visa. Loser oder Wuser? Wuser. Achso, ich hab bloß gerade jetzt kein Ohrläppchen frei. Was ist denn hier hinter uns schon wieder für eine Scheiße jetzt? Des Kartells. Wir schnappen uns den Anführer. Ich will herausfinden, was er über den Deserteur weiß. Alles klar. Oh, wir könnten mal sogar noch ein Flugzeug klauen. Thank you.
müssen wir jetzt überhaupt machen? Wir müssen alle erledigen, außer diesen einen Typen, dem müssen wir verhören. Und du meinst jetzt von drei Seiten, also laufe ich jetzt mal ganz rechts außen rum. Ich komme gerade drei Leute bei mir. Was ist mit denen, die jetzt da von der Seite kommen? Die drei hier? Hm? Ja. Die können wir eigentlich sofort erledigen. Ja, dann lass uns das doch als erstes machen. Ich habe das noch nie mal anvisiert. So. So, ich bin gleich einmal fast rum. Flüchtet der Typ denn? Ja, deswegen, ich würde die Autos jetzt mit der EMP-Drohne legen. Ja, weil jetzt gerade so ein Sonderling, der ziemlich weit außen steht, das wäre schon mal einer weniger, wenn den jemand, wenn sich das jemand zutraut. Welchen? Den hier? Ja. Ja, okay. Er sieht aus. Nö, das ging nicht. Ist aufgefallen. So, das erste Auto ist lahmgelegt. So, einer muss ihn noch einsammeln. Nicht auf ihn schießen. Ich schieße nur aufs Auto. Achso. So. Ich laufe auf ihn zu. Achtung, das Auto explodiert gleich. Ich hab ihn. Okay. Hey, der Pinche Pendejo. Wer ist der gesuchte Deserteur? Ein Pinche Marikonenierer, der aus den Ausbildungslagern abgehauen ist. Der Boss will, dass wir ihn einen Zettel statuieren, damit keiner dieselbe Idee hat. Wir schaffen ihn zurück und lassen alle mit Macheten auf ihn eindreschen. Und wo ist der kleine Schisser jetzt? Wir wissen es nicht, aber wir sind nicht dran. Ein anderer Suchtrupp glaubt, seine Spur gefunden zu haben. Wo ist dieser Suchtrupp? Rede und vielleicht lasse ich dich gehen. Okay, Gina. Wir nähern uns dem Deserteur. Checken wir die Gegend, in der er gesehen wurde. Vielleicht finden wir ihn. Ich muss aber gar nicht zu Ende. Ich muss auch ja. Sonst. Halb fünf, vier, halb fünf Stunden der Rettung. Das klingt dann noch fünf Stunden. Muss reichen für morgen. Da müssen wir von hinten ran. Das heißt? Wir brauchen auf jeden Fall ein Fahrzeug. Wir müssen den Typen einsacken. Brauchen wir jetzt schon ein Fahrzeug oder erst dann? Wenn wir den Typen haben, dann brauchen wir definitiv einen. Da stehen zwar welche rum, aber da sind auch eine ganze Menge Leute. Also muss definitiv vernünftig aufgeklärt werden. Ja, das kriegen wir hin. Dann gehe ich schon mal auf die andere Straßenseite. Da ist ein bisschen erhöht. Müssen wir eh. Komplett auch auf auch die nächste Straßenseite? Ja, wir müssen einmal rüber. Kuba, was machst du da hinten noch? Ich komm zu euch. Achso. Ich bin gerade so ein bisschen zurückgeschlagen bist. So, ich schicke jetzt mal die Drohne los. Ist das auch ein Typ, der flüchten kann?
Ne, der Typ, der bleibt da hocken, aber der schießt auch auf dich. Soll ich mal noch ein bisschen rumgehen? Wenn wir von mehreren Seiten angreifen können, weil sonst sehen wir ja gar nicht alles. Also ich würde vorschlagen, hier wo die beiden Typen am Auto sind. Dann von hinten ran, kommst du direkt an ihn ran. Ja, warte mal, ich gehe auf die andere Seite, auf den Berg hoch. Dann sehe ich den Rest, den ihr nicht seht. Warte, ich bin gleich da. 6 im Visier. Kann einer den oben auf dem Berg erlegen? Ja, den kann ich als erstes gleich erledigen. Wartet, ich bin gleich in Stellung. Sebastian, du hast die am Auto? Ich habe bislang nur einen am Auto hier. Ja genau, dann habe ich... Ich habe hier hinten noch ein paar im Hintergrund. Ja. Muss bloß irgendwann grünes Licht geben. Also der im Auto ist weg. Die anderen beiden, die müssen jetzt hier auf die... Scharfschütze ist auch weg. Wollen die beiden wegmachen? Welche beiden? Markier mal. Den und den. Ich sehe nur die 1. Ich hab die 2 in diesem. Der, der macht die weg. Warte. Okay. David, was ist hier hinten? Ja, ich kann die. Warte, ich mach den anderen. Den hier mache ich. 3. Ja, ist aufgefallen. 1. Okay, ich schnapp ihn mir. Er hat mich noch nicht gesehen. Ich hab ihn. Ja, dann zum Auto und dann... Ruf mal, so du gepatzert bist. Oder nehmen wir hier das so eins. Das dauert zu lange. Nimm hier so eins. Weil wir werden eh gleich verfolgt. Okay, dann geht einer am besten aufs Geschütz. Ich fahre. Wer fährt? Ich sitze schon drin. Oha. Willst du fahren? Nee, nee. Ich hab nichts gehört. Vielleicht müssen wir auch fahren. Hoch auf den Berg, ja, komm, auf anderthalb. Ich halte das Licht aus. Hören Sie, non aguanto, ich kann nicht, schrecklich. Was habe ich nur getan? Sie gaben mir einen Hammer und ließen mich einen 15-Jährigen. Kann ich nicht gerade hochfahren? Ich höre noch seine Schreie. Lieber sterbe ich, als zurückzugehen. Hören Sie, töten Sie mich. Unidad, 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 Unidad. Ja. Ich fahre einfach gerade durch. Gerade so, wa? Ah, scheiße. Hä? Hat den schon einer von euch mit rausgenommen? Nö. Sie wollen nicht mehr vom Dafür brauche ich was von Ihnen. Erzählen Sie doch mal vom Leiter des Camps. Carajo, ich weiß nicht. Ein Gringo. Riesig. Augenkalt wie Starre. Es malo sogar die Wachen fürchten. Und wie heißt er? Einer der Ausbilder nannte ihn Bookhart. Karl Bookhart? Kennen Sie den Karl etwa? Es gab einen Sergeant Bookhart bei den Rangers 2003, damals im Irak. Haben mal zusammen gearbeitet. Shit. Zurück zum Team. Ich werde mal bei Langley checken, was diese zu Bookhart haben. Ja, sehr schön. Das war auch mal wieder erfolgreich. Wenn ich mich nicht irre, dann war der Mann Army Ranger. Wir haben zusammen gedient. Ein Ranger? Nein, auf keinen Fall.
Na gut, meine Herren. War wie immer ein Vergnügen. Jo. Dann hören wir uns bestimmt noch die Tage. Dir viel Spaß, Christoph, in Kiel. Mhm. Beziehungsweise, fahrt übermorgen, ne? Morgen bis in Köln. Morgen Abend fahren wir schon nach Kiel. Okay. Ja, also, guten Morgen, was vor dir? Das will ich jetzt, muss ich mich auch abmelden. Halb fünf. Ziemlich viele Blinklichter. Ja, dir einen schönen Urlaub, Basti. Wir hören uns bestimmt noch die Tage. Jo, alles klar. Mhm. Okay. Alles klar, ich bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tja, gut. Dann machen wir alleine weiter. War ein kurzes Vergnügen. Wo waren wir denn? Hier, ja, dann machen wir Villa Verde fertig. Und dann Pucara. Nützt ja alles nix. Oder machen dann hier weiter. So. So machen wir das. Dann geht's. Erstmal da weiter. Oha. 15,5 Kilometer. Okay. Ja, was soll's. Genießen wir ein bisschen die Aussicht. War nicht gut. Ein paar Vechos waren wir hier schon. Ich glaube. Ja, dann fliegen wir zurück in unser Einsatzgebiet. Na, Villa Verde. Was ist das denn? El Pulpos rechte Hand? Der Floß, Bücher zu verwirren, noch möglich, das ist Willow. Floß verdächtig, Kartellgelder abzuschöpfen. Pulpos Assistent ist im Moment in der Sipuko Silbermine. Wir müssen ihn aufgreifen und herausfinden, was er weiß. Okay. Das, hier waren wir noch nicht. Das machen wir später. Erstmal machen wir jetzt hier Villa Verde weiter. San Mateo, hier waren wir schon mal. Sandsäcke, Stacheldraht, Wachposten. Die Rebellen machen Santa Blanca die Hölle heiß. Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USB-Paus ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Dieser Wechsel der Vegetation. Geil. Itakua.
war, glaube ich, die allererste Provinz, die wir gemacht haben, wo wir gestartet sind. Ich glaube, ja. So, jetzt sind wir gleich da. Kuro. Das sieht so geil aus. Echt Hammer. So, dann machen wir das Fallschirmabwurfpaket da. Klar, warum nicht? So. Dann gehen wir mal gucken hier. Das ist eine legale Coca-Farm. Also kriegen wir hier legal Coca? Ich meine, gegen die Höhe? Wegen der Höhe. Klar. Lass die Finger vom Coca. Ihr wisst doch, wenn wir wieder nach Hause kommen, müssen wir als erstes in den Becher pinkeln. Aber die Höhe, ich kriege kaum noch Luft. Halt's Maul. Körper geht klar. Ich gebe dem Rebellen den Standort, dann holen sie sich ab. Okay. Unbekannter Ort, unbekannter Ort. Bitte Sie doch nächstes Mal, es ein bisschen näher an einer Kantine abzuwerfen. Drohne fliegt. Ausguck für Touristen. Okay, hier ist ein Kreuz. Was haben wir noch Schönes? Pyrolusit Labor Uno. Ja. Da fliegen wir mal runter. Das schauen wir uns mal an. Ich bin bereit. Wir sollten Bowman anrufen, bevor wir den Ort eindampfen. Stimmt. Ich sag's ihr, dann kann sie schon mal das nächste suchen. Bowman, wir haben ein Pyrolusit-Labor. Gute Arbeit. Jetzt, da wir wissen, wie die aussehen können, lassen Sie mich schauen, ob ich noch andere Dinge finde. Da ist ein Sicario. Sag mir wo. Da, auf der Terrasse. So. Der soll die Labore zerstören. Dann machen wir das. Und das macht drei. Wir haben Alarm am Start. Markiere Ziel. Achte auf die Umgebung. Aufpassen, lass dein Geschütz. Hier ist Ziel Nummer 5.
Ziel markiert, bald sein Umfeld im Auge. Okay, kommt man hier irgendwie rein? Da. Habe einen Generator gesichtet. Labor zerstört. Hua, auf zum nächsten. Verdammt! Das war ja einfach. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ziel markiert. So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung. Feind am Boden. Wir gehen trotzdem mal gucken. Gibt es bestimmt Nachschub und so was. Das sieht nach einem Labor aus. Sie sind unter sich. Denken wir sind weg. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Ich sehe niemanden. Alles gut. Das war ja recht einfach. Ja, wo haben wir denn das zweite Ziel? Dort. Schalten Sie die beiden Labore für die Pyrolysit-Reinigung aus. Das wird die Koksproduktion des Kartells um Monate zurückwerfen. Dann würde ich sagen, bestellen wir uns einen Heli. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Was ist das denn? Das ist doch Verarsche, oder was? Das ist, ey. Leute, ey. Das ist doch wohl echt ein Witz.
gibt's ja gar nicht. Wie sollen die den da rauskriegen? Alter. Tja. Machen wir hier neu formieren. Und dann holen wir uns mal einen neuen. Gucken, wo er den hinschmeißt. Hat Pakatari um ein Fahrzeug gebeten. Irgendwo in Timbuktu abgeworfen. Also das haben die irgendwie total scheiße gepatcht. Warum auch immer. Das ist totaler Müll. Ich fliege. Das ist doch schon wieder... Alter. Ich sitze, los geht's. Na, los, steig ein hier.